Heute in diesem Video seht ihr also das Aufbauvideo vom Calypso 4400, wie wir das aufbauen, was dabei wichtig ist und was man beachten sollte. Das seht ihr in diesem Video. Viel Spaß dabei und los geht's. Im Hintergrund seht ihr ja schon den Folientunnel ohne Folie. Die kommen nämlich erst im Januar drauf. Und auch das Vitavia Jupiter 9900. Das haben wir ja schon im alten Garten gehabt. Und das hat die Firma Vitavia jetzt mit ihren Gewächshausmonteuren hier wieder aufgebaut. Also nochmal ein großes Dankeschön für die Unterstützung am Umbautag. Ja, und jetzt geht's los mit dem Video. Wir bauen unser drittes Gewächshaus auf, das Vitavia Calypso 4400. Viel Spaß dabei und los geht's. Ja, und das hier, das ist dann der Ort, wo das Gewächshaus stehen soll. Da hinten, da seht ihr schon das Jupiter, hier den Folientunnel und dann hier vor kommt das Calypso, allerdings mit dem Eingang nicht in diese Richtung, sondern in diese Richtung. Dann kann man nämlich aus dem Eingang direkt durch den Folientunnel bis hinten in das Glasgewächshaus in eins durchlaufen. Links dann unser Gemüsebeet und die 16 Hochbeete. Und wenn wir dann nochmal rechts rüber schwenken, da sehen wir dann unsere Streuobstwiese und das Stück, was hier in der Mitte frei ist, das lassen wir einfach Wildwiese, denn die blüht im Sommer mal ganz schön. Ja, hier drin wurde das Calypso 4400 angeliefert. Wir sehen schon, die Tiere waren ein bisschen dabei. Das ist eine sehr schöne Farbe. So ein Grün, ich weiß jetzt gar nicht, was das für ein Grün ist. Ich glaube, Smaragdgrün. Tolle Farbe auf jeden Fall, zwei lange Kartons. Ich denke, das eine wird das Fundament sein und das andere die Rahmenteile vom Gewächshaus. Und hier, da haben die Raben, die hier so rumpicken, Gott sei Dank schon mal ein bisschen Sicht gewährt. Hier werden dann die Hohlkammersteakplatten drin sein. Und dieses Gewächshaus haben wir jetzt mit diesen Hohlkammerplatten. Das Glasgewächshaus da hinten, das ist, wie der Name schon sagt, aus Glas. Ja, die drei Kartons jetzt einmal auspacken. Ja, und das, was ihr gerade gesehen habt, das war eine missglückte Zeitrafferaufnahme. Ich wollte das eigentlich ein bisschen langsamer ablaufen lassen, aber ich hatte die Einstellung falsch. Der hat nur alle 30 Sekunden ein kleines Foto gemacht. Das war leider eine falsche Einstellung. Ich zeige euch jetzt hier auf jeden Fall mal alles in der Nahaufnahme. Das sind hier die Dichtungsbänder, die man auf die Einzelteile draufsetzt, damit die Scheiben ja ein wenig dichter sitzen. Das hier sind die ganzen Einzelteile nummeriert. Dann haben wir hier ein Repair Paint. Weiß ich nicht ganz genau, was das ist. Hier Calypso 4400, alles an Zubehör, heißt Winkel, heißt Schrauben, heißt Muttern. Dann sehe ich schon so ein paar Rädchen, da werden wahrscheinlich die Türe drin laufen. Und sogar ein kleines Tierchen wurde von der Firma Vitavia mitgeschickt. Direkt ein neuer Bewohner in unserem Garten, das freut uns natürlich sehr. Und wie schon vermutet, war hier im zweiten Paket ein schönes Fundament. Damit werden wir jetzt anfangen, das ist das Wichtigste, denn dann wissen wir schon mal, wie wir das hier grob hinstellen können. So, das ist jetzt so ein Eckstück. Hier haben wir innen drin die Muttern gemacht. Wir konnten jetzt nicht rausfinden, ob die innen oder außen müssen. Innen finden wir aber einfach sinnvoller, weil es dann außen auch optisch ein bisschen schöner aussieht. Und ja, wie man das Ganze dann hinstellt, ist, denke ich, klar. Das machen wir jetzt auf allen vier Seiten und dann steht schon mal das Grundgerüst. Hier haben wir uns jetzt gerade mit zwei Staketenzaunpfahlen geholfen. So haben wir noch ein paar, ich sag mal in Anführungsstriche, Hände mehr, um das Fundament hier gerade ja zu verschrauben. Video zum Staketenzaunaufbau übrigens jetzt hier oben rechts in der Ecke. Und dann geht es jetzt hier weiter mit dem Fundament. Drei Ecken haben wir schon gesetzt. Hier sind die Schrauben. Die drehen wir jetzt gleich wieder los, um die noch reinzusetzen. Aber die haben wir erstmal eben reingesetzt zum Halten. Und jetzt kommt noch die letzte Wand, dann ist das Fundament schon fertig. Das ist eigentlich ziemlich einfach. 8 Schrauben in jeder Ecke. Ne, 4 Schrauben. Also insgesamt 16 Stück. Passt. Ja, und jetzt steht das Fundament. Die 4 Seiten sind fest. Könnt ihr euch einmal angucken. Gehen wir einmal drum rum. Es ist noch nicht der finale Platz. Wir werden erstmal alles verschrauben. Und dann morgen machen wir weiter nach dem Feierabend. Alles reinsetzen, einbuddeln, aufstellen und die Fenster rein. Heute wird erstmal alles verschraubt. Ja, jetzt werden die Löcher fürs Fundament gegraben und ihr könnt euch ja mal diesen krassen Sound anhören. Das ist einfach ultra hart hier. Wir wissen nicht, was hier vorher war, aber der Boden ist so hart verdichtet.
So, wir haben die erste Seitenwand fertig. So könnt ihr euch das von außen vorstellen. Das hier wird die Regenrinne sein, da wo der Regen durchläuft. Hier dann nach außen, da werden die Fenster nachher eingeklickert. Hier kommt noch so ein Seitenteil fest, so eine Strebe zum Stabilisieren. Und da kommen dann noch die Ecken quasi dran. Aber so sieht das erste Teil schon mal aus. Das zeige ich euch jetzt nochmal in der Nahaufnahme. Und hier kommen dann quasi die Dachfenster hoch. Ja, und weil das jetzt, wie man sieht, schon zu dunkel ist, zeigen wir euch morgen, wie wir die erste Tür noch fertig gemacht haben. Und dann geht's auch schon weiter mit der zweiten Tür. So, ich habe es euch ja versprochen, hier ist das Türelement. Und zwar haben wir hier die zwei Seitenstreben, die das Ganze ein bisschen stabilisieren. Und dann haben wir die zwei Seiten, die nach oben gehen. Eine so eine Querlatte drin. Und da oben, da kommt noch die Dachleiste zwischen, also von einem Ende zum anderen Ende. Wir haben das hier jetzt schon mal so aufgebaut, wie es stehen wird. Und hier vor, da kommt dann jetzt noch das Türelement, das müssen wir noch zusammenbauen. Und dann ja das Dachstück in der Mitte. Fundament sitzt schon in der Erde drin. Heute nochmal im Hellen, könnt ihr euch das gut angucken. Ja, jetzt geht es quasi weiter damit. Ja, was ich euch noch gar nicht gezeigt habe, das ist die Anleitung. Und zwar seht ihr das hier ganz gut aufgebaut. Seite für Seite wird das hier beschrieben. Schritt für Schritt. Gefällt mir ganz gut. Wir sind zwar mittlerweile schon fast Profis im Aufbauen, ist ja schon unser zweites. Aber ist trotzdem immer gut, so eine Schritt für Schritt Anleitung dabei zu haben. Ganz cool. Ja, das Gewächshaus steht so grob. Zwei Wände, die haben wir hier schon zusammengesetzt, also das Hinterteil und das mit der Eingangstür, und das erste Seitenteil ist dran. Jetzt kommt das andere Seitenteil dran und dann zeigen wir euch das einmal in der Rundumsicht. So, das Gewächshaus steht, wir gehen einmal drumherum. Hier vorne, das ist die Hinterseite, die beiden Seitenwände und hier vorne das Torelement. Es wird leider schon wieder sehr dunkel, aber wir bauen das hier jeden Abend nach Feierabend auf. Gestern eine Stunde, heute eine Stunde. So, und jetzt werden noch die Dachdinger nach oben gesetzt. Ui. Das haben wir auf Aufnahme. So, weiter geht's beim Gewächshausbau. Wir haben gestern im Dunkeln noch weitergemacht. Hier haben wir das Seitenteil hochgesetzt. Das ist einfach ein kleines Verbindungsstück, dass wir hier diese Türscharniere haben. Hier wird nämlich die Tür drin laufen. Ganz einfaches Prinzip. Auf der Rückseite, da wird die Schraube festgezogen und in dieser Leiste hier, da kann man die Schraube reinsetzen und hier festdrehen. Wir haben jetzt alle Muttern nach innen gemacht, sieht sehr schön aus, soll natürlich auch so. Ja, das Einzige, was wir jetzt noch machen müssen, das ist dieses Türelement, das bauen wir jetzt zum Schluss ein, dann hängen wir das Ganze ein. Morgen werden dann die Scheiben eingesetzt, denn ja, was uns hier bevorsteht, ist ein krasser Sturm. Wir haben heute nämlich den 20. Oktober, bei euch bestimmt auch mega windig. Und deswegen werden wir die Scheiben heute noch nicht einsetzen, weil wir werden eh nicht ganz fertig werden bis zum Dunkeln. Und wenn wir nur die Hälfte der Scheiben drin haben, ja, dann können wir das Ding morgen, was weiß ich wo, in Berlin wieder einsammeln. Und deswegen bauen wir jetzt erst noch das Türelement und ja, die Tage nach dem Sturm, da werden wir das ganze Ding dann richtig aufstellen. So, Fundament wird ausgerichtet und man sieht es jetzt auf der Cam nicht ganz so gut, aber das Wasserbläschen ist genau in der Mitte und wenn wir hier mal einen Winkel anhalten, auch top winklig, das heißt das Gewächshaus, was wir da stehen haben, das kann jetzt aufgesetzt werden und dann werden wir das unten an der Schiene mit dem Fundamentrahmen verbauen, dann ist es hoffentlich gerade und wir können die Tür und das Fenster einsetzen und die ganzen Platten. Ja, und dann ist fertig. So, hier kommt jetzt so ein kleiner Halter drauf. Da wird jetzt die Mutter wieder drauf gedreht. Ich kann euch das leider nicht zeigen, weil ich habe leider nur zwei Hände. Eine muss drehen, eine muss festhalten. Aber ihr denkt, ja, ihr wisst sicherlich, wie ich das hier meine. Einfach den Clip drauf und festdrehen. Dann ist das nämlich mit dem Fundament verbunden. We'll be right back.
Das Einzige, was wir noch machen müssen, das sind die Tür- und Dachfenster. Das heißt, das kleine Dachfenster zum Lüften und die Tür, da müssen wir noch die Scheiben einsetzen. Ansonsten, ja, steht das Gewächshaus. Eure Meinung, wie findet ihr das Gewächshaus? Schreibt es gerne mal unten in die Kommentare. Was mir besonders gut gefällt, ist diese grüne Farbe und zu dem Glasgewächshaus jetzt auch noch mal eins mit diesen Hohlkammerstegplatten. Finde ich auch nicht verkehrt. Ich zeige euch jetzt gleich noch mal die Gesamtübersicht und wie wir die Tür fertig machen. Und dann steht das Gewächshaus schon. Das Fenster reinsetzen, das hat jetzt ungefähr 30 Minuten gedauert. So, gerade wird hier noch das Fenster geschraubt. Ist leider schon dunkel, deswegen mit Taschenlampenlicht. Aber das wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten. Das hier ist der Griff, wo man das Fenster gleich einhaken kann zum Lüften. Und ja, wenn es einfach im Sommer mal zu warm wird, kann man da super lüften. Ja, das Gewächshaus ist fertig. Wir haben es auch wieder hell. Das heißt, ich kann euch einmal eben zum Abschied hier noch zeigen, dass wir die Tür eingehangen haben. Und das Fenster können wir hier super aufstellen zum Lüften. Hat alles noch geklappt gestern Abend. Nur leider war es dann zu dunkel, um euch das alles nochmal zu zeigen. Aber so sieht das Ganze dann final aus. Hier kommt noch die Folie drauf. Da hinten das Glasgewächshaus. Hier wird jetzt noch die Erde fertig gemacht. Und dann mache ich nachher nochmal ein paar Drohnenaufnahmen. Die schneide ich euch noch zum Schluss jetzt hier hinter. Ansonsten war es das vom Aufbauvideo. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schickt mir gerne Bilder von euren Gewächshäusern mal über meiner Instagram-Adresse Felix Hobbygarten. Dort schickt mir einfach mal eure Gewächshäuser, würde mich sehr freuen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video, wenn ihr abonniert habt. Bis demnächst und ciao.